Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Unite. Ich bin ein Match wieder mal entfernt von Veteranen, diesmal hoffentlich ohne Gengar. Und wir werden wieder Liberlo spielen, weil Liberlo jetzt mein Lieblingscharakter ist. Ich weiß, der wird morgen genervt werden, weil er anscheinend so stark ist. Deswegen muss ich den jetzt noch schnell nutzen, um Veteran zu werden. So, und da ich weiß, dass die Leute immer fragen, oh, was für Items benutzt du hier? Diese drei, sie sind alle auf Level 15, auf Level 20 kostet das halt einfach viel zu viel. Und was richtig interessant ist, ich habe mir nie die Passive von Liberlo angeguckt. Der hat nämlich, wenn er nur noch die Hälfte seiner HP hat, eine erhöhte Crit-Chance und seine Attack-Speed wird increased. Das ist richtig cool. Möchte ich auf jeden Fall mal sehen im Spiel, also das kann man bestimmt gut benutzen, dass sobald man halt ein bisschen auf die Fresse bekommen hat, dass man dann die Gegner einfach wegmacht. Das ist dann nochmal ein Alles-oder-Nichts-Move. Alright, wir sind mit der Vorentwicklung von Castellith oben. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Vielleicht ja Faber. Wegen Faber Castell. Okay, ich lasse es ja schon. Auf jeden Fall, ja, ich weiß, der heißt Dwebble im Englischen. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Dwebble ist auf jeden Fall voll der süße Name. Finde ich mega stark, so als kleinen Begleiter. Weil der Instant Stun kann, also da können die Gegner, glaube ich, gar nichts machen. Sobald er seine Steine da von der Luft regnen lässt, da sind die einfach instant gestunt, können einfach nichts machen. Ist schon mega cool. Gut, wir haben Fleckmon und ein, Hoplo als Gegner. Oh, hier, jetzt sieht man das auch mal. Ich habe unter 50 Leben und jetzt brennt mein kleiner Hoplo. Okay, interessant. Also man sieht sogar, wie lang das aktiv ist. War jetzt relativ lang, ne? So gefühlt, so 2 Sekunden war das bestimmt an, dass ich jetzt stärker war und meine Crit-Chance so hoch ist. Und weil ich ja dieses Crit-komische Dingsbums auch noch habe, ist das, glaube ich, mega gut. Vielleicht kriegen... Nee, okay, die sind weg. Alles klar. Castellis, Faber-Castell-Typi, heil dich mal lieber, sonst kommen die gleich an und töten dich. Oh, oh. Alter, guck mal, hätte der Wasserstrahl von dem Fleckmann getroffen, dann wärst du vielleicht schon wieder tot gewesen. Aber jetzt ist er schon, hat er sich schon entwickelt, das ist schon krass. Ich habe Castellis auch mal gespielt, by the way, also eine Runde. Hab mich, glaube ich, ultra verskillt, das war richtig dumm. Ich war richtig nutzlos, so richtig, richtig nutzlos. Aber vielleicht bin ich auch einfach richtig schlecht mit allen Charakteren, die nicht Fernkampf sind. Ich glaube, ich kann nur Fernkampf, I don't know. Ich bin der Fernkampf-Typi. So, kriegen wir die? Oh Mann, ey, der Castellet, der geht einfach volle Kanne ran. Hat er die? Was? Lol, wir haben den bekommen. Wir haben sogar beide bekommen. Okay, das Castellet ist ja richtig krass. Achso, ich weiß jetzt auch, wie die zweite Entwicklung von Hoplo heißt. Nämlich, also die erste Entwicklung. Der heißt Kikalo, der wir jetzt gerade sind. Danke dafür, dass er das in die Kommentare geschrieben hat. Ja, ich weiß, ich hätte es auch einfach googeln können. Aber wofür hat man denn Leute, die zuschauen und dann das sagen können? Ich bin da sehr faul, deswegen danke, dass ihr mir das gesagt habt. Wir sind jetzt also Kikalo und kämpfen gegen Hypo. Oder wir gehen einfach mal in den Jungle und helfen unseren Ceraora, das Lu... Okay, da war weit, er hat das Lucario schon besiegt. Dann keine Ahnung. Klauen wir ein bisschen was von dem gegnerischen Ceraora, der auch nur Level 6 ist. Ich hau mal lieber ab. Das ist ja... Warte, kriegt er den hin? Castellis, kriegst du den hin? Pass auf, da kommen andere Leute. Okay, nee, das sind ja zu viele. Ich hau ab. Bye, bye. Ihr seht mich nie. Da haben wir unser Pyroball. Achso, ich habe ja übrigens von dem Nerf gesprochen. Vielleicht kommt dazu noch ein extra Video, wo ich für jeden Charakter das aufziehe. Ihr könnt euch aber auch einfach die Patchnotes durchlesen. Aber jetzt, wo ich diesen Pyroball gerade habe, der Pyroball wird nämlich verstärkt bei Liberlo, aber sein Feint wird tatsächlich verschlechtert. Also bisher bringt Feint ja, dass man so ausweichen kann und dann schneller wird. Dieses schneller werden wird weniger. So, erstmal das andere Ceraore hier verdichtet. Läuft bisher eigentlich ganz gut. Sieht gut aus, dass wir Veteranen werden. Habe ich aber auch beim letzten Mal mit Gengar gesagt. Ja, auf jeden Fall wird die Laufgeschwindigkeit bei Feint geringer. Ceraora hat richtig Glück, dass er überlebt. Und beim Feint Plus wird auch die Angriffsgeschwindigkeit verringert. Oh mein Gott. Ja, ist ein bisschen blöd. Aber wenigstens wird der Pyroball verbessert. Das heißt, Liberlo im jetzigen Status scheint ein bisschen zu OP zu sein. Dieser Feint ist sowieso mega krass. Es kann sogar sein, dass die Feint Frames, also wie lange man ausweichen kann, auch reduziert werden. Müssen wir mal gucken. Finde ich schade, aber ist auch nicht so schlimm. Und Gengar, wie gesagt, wird auch genervt. Das sind vielleicht die wichtigsten, die man so wissen sollte. Die Zeit, die ja, glaube ich, unverwundbar ist, die wird verändert. Also er ist weniger unverwundbar und macht weniger Schaden. Die Cooldown bleibt dieselbe. Er kann also immer noch die ganze Zeit so richtig arschig hin und her wobbeln und alles töten. Aber das mit weniger Damage. Und wir müssen hier jetzt mal ganz kurz weg. Los, trefft mich nochmal. Dann habe ich nämlich, ja, erhöhte Crit-Chance. Jetzt vernichte ich euch alle. Was macht denn das, Ceraora? Bist du ein bisschen keck im Kopf? Mir einfach ins Gesicht zu hüpfen. Was halt voll tut. Sind alle tot? Alles klar, dann kriegen wir schon mal das Goal hier weg. Damit sollten wir auf jeden Fall führen. Unten läuft bisher auch ganz gut, so wie ich das sehe. Oh, was richtig praktisch wäre, wäre, wenn man irgendwie in diesen Goals auf der Minikarte sehen könnte, wie viele Leben da noch drin sind. Wäre das nicht eine gute Neuerung? Oder zumindest mal sehen könnte, wie viele Punkte man hat. Oh, okay, unten läuft es auch nicht so gut. Wir haben das erste Goal da kaputt gemacht. Aber wenn wir jetzt hier alle töten könnten,
Ja, halt mich halt fest. Mir doch egal. Macht kein Damage und du stirbst trotzdem. Nein, er hat den weggekickt von meiner Kugel. Aber trotzdem, K.O.-Zweck von 2. Vielleicht kriegen wir das andere Livello auch noch tot. K.O.-Zweck von 3. Mega geil. Okay, war mega knapp. Ich habe gar keine Leben mehr. Aber ich bin zumindest meine Punkte losgeworden. I don't care, dass er mich gekillt hat. Yo, das lebt einfach schon wieder, das Fleckmon. Was ist denn da los? Aber K.O.-Zweck von 3 ist schon cool. Oh, das ist auch noch so eine Sache, die sie ins Spiel einbinden könnten, ne? Nein, Castellus, du musst überleben. Irgendwie ein Sprecher, der sagt Double Kill, Triple Kill, Pentakill, so wie bei League of Legends. Das hype einem nochmal ein bisschen mehr. Das finde ich schade, dass es sowas hier nicht gibt. Allgemein gibt es sehr wenig Sprechgesang in diesem Spiel. Guck mal, hallo Pikachu. Okay, das war richtig fail. Ein Pikachu, das keine Pokebälle mehr tragen kann, auch sehr interessant. Leider ein Lucario dabei. Wäre natürlich gut, wenn wir das Pikachu jetzt töten könnten. Okay, das sind mir ein paar zu viele, da sammle ich halt meine eigenen Punkte hier oben ein. Aber wir sollten das Pikachu relativ schnell töten, weil der halt gerade voll ist mit seinen Pokebällen. Wäre nicht cool, wenn er die abgeben könnte. Dann wäre nämlich wieder mein Veteranstatus in Gefahr. Ich möchte nicht, dass mein Veteranstatus in Gefahr ist. Schafft der Mashok das? Nee, ne? Warum kämpft er gegen 3, 4 Leute? Mashok, warum machst du das? Aber er hat überlebt. Also alles cool. Hallo Pikachu. Hab gehört, du willst... Okay, nevermind. Ich bin weg. Wir müssen hier verteidigen. Castellus, bleib hier. Wir müssen verteidigen. Ja, alle sind da. Nice, ihr seid die geilsten. Geil, Mann, ich habe voll das schlaue Team. Und wir haben das Pikachu gekillt. Ich habe ein schlaues Team. Leider habe ich meine Ulti nicht. Aber Leute, kommt. Die kriegen wir alle. Die kriegen wir alle tot. Ich sammle doch kurz die Punkte hier unten ein. Und dann machen wir zumindest deren Goal hier kaputt. Lucario. Nein, nein, Lucario macht irgendwas. Lucario hat das Mashok getötet. Das ist, glaube ich, richtig dumm. Ja, fuck, okay, da war ich zu gierig. Da war ich zu gierig. Ich hatte so viele Punkte. Ich hatte 50, glaube ich, ne? Da war ich zu gierig. Ich wollte ihn noch töten. Ich möchte doch ganz viele Dreier-K.O.-Strikes haben. Und da oben, der hat... Na, du wirst dein Rotom nicht los. Guck mal, er wartet nicht mal, dass das Rotom da reinläuft. Was ein Dummkopf. Der hätte mich einfach aufhalten sollen. Aber jetzt vernichte ich dich. Als ob du hier deine Punkte abgeben kannst. So ein Doofkopf. Und dein Rotom... Rotom kriegst du auch nicht in dein Feld rein. Das wären so viele Punkte für die gewesen. Über 50. Also dann wäre unser Teil hier auf jeden Fall kaputt. Der versucht's auch nochmal. Okay, Lucario, alles gut bei dir? Hä? Die Gegner sind ein bisschen komisch. Die springen dann immer richtig in die Fresse rein und wundern sich dann, dass sie sterben. Rotom auch aufgehalten. Ich finde Rotom auch richtig schlecht, muss ich sagen. Weil man halt eben aufhalten kann. Ich finde das Dreadnought unten viel, viel besser. Das gibt jedem ein Schild und Erfahrungspunkte. Für das ganze Team, also das ist mega krass. Und man kann es halt nicht aufhalten, wenn die Gegner das einmal haben. What goal? Oh, aber vom Gegner, ne? Das war natürlich... Nee, hat unser Zeraora Punkte... Ich hab's nicht mitbekommen. Auf jeden Fall danke, Zeraora, dass du das Lucario aufhältst. Never mind. Toll. Bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt tot, weil ich versucht habe, Goals zu machen? Ich glaube, ich bin tot. Ja, wie soll ich da wegkommen? Wie soll ich da wegkommen? Vielleicht mit meiner passiven Mann... Okay. Aber fast. Hätten wir noch einmal gekrittet, ein bisschen mehr Crit-Glück, dann wäre er bestimmt tot gewesen. Ist, glaube ich, ein relativ ausgeglichenes Match, obwohl wir 2 Goals oben haben und die haben erst ein einziges unten. Aber ich glaube, es ist trotzdem noch ausgeglichen. Wir müssen jetzt halt aufpassen, dass die Zapdos nicht bekommen. Wenn die Zapdos bekommen sollten, dann ist natürlich alles am Arsch. Aber bisher sieht das nicht so aus, als wenn ein Team Zapdos haben wollen würde. Das dauert ja auch ein bisschen und dann muss man auch noch zum Goal rennen. Also, wenn jemand Zapdos haben will, dann sollte man jetzt schleunigst dahin. Hallo Pikachu, schön, dass du mich gestunt hast. Ich bin gleich unter 50... Okay. Tschüss, Zeraora. Wieso springen die alle immer in mein Gesicht rein? Ich verstehe das nicht. Also wir könnten jetzt zum Beispiel versuchen, Zapdos zu machen. 3 Leute von denen sind tot. Und die haben nichts mehr, was wirklich richtig stark ist. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach unsere Punkte loswerden. Schön 100 Punkte hier rein. Dotzen. Badau. Nice. Ja, yeah, what a goal. Ne? Richtig geile Goal. Ach Mann. Ich liebe das. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass ich Veteran werde. Endlich mal kein Gengar-Match. Dann habe ich nämlich auch eine Chance. Ja, ja. Lol, ich sehe gerade, ist Level 15 das Maximallevel? Ja, ne? Das ist ja interessant. Castellus, ich helfe dir, dass du deine Punkte wendest. Okay, jetzt brauche ich auch mal Hilfe. Doof. Die Gegner sind zu blöd, mich anzugreifen, wenn der Slowbro mich festhält. Aber ich glaube, ja, wir haben gewonnen. Keiner hat Zapdos geholt. Wir kriegen noch einen Kill. Ja, nice. Ja, das sollte gelangt haben, oder? Come on. 492. 200! Ich bin Veteran! Ich bin sogar MVP. Ich habe 15 Kills gemacht? Ich habe mehr Kills gemacht als mein Team insgesamt? Are you serious? Und 93 Punkte. Ultra gut.
Alter, aber ich finde den. Castelli hat mir mega dabei geholfen. Ich fand den mega gut. Dass er auch gestunt hat und dass er überhaupt sowas spielt. Mega geil, ey. Na, guck mal, der hat mir auch einen Good Job gegeben. Deswegen steht da jetzt, glaube ich, dass wir uns beide mögen. Du, Among X3 und ich. Wir sind ein Team. Ja, nice. Dann sollte ich damit jetzt auf jeden Fall Veteran sein. Ja, Mann, wie geil. Oh, das sieht doch schon nach was aus, oder? Das sieht aus wie so eine Diamant-Trophäe. Vielleicht ist das ja jetzt die Diamant-Rangliste von Pokémon Unite. Sehr, sehr cool. Erstmal ein Foto machen. Gut, Ziel erreicht. Dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde Veteran-Class bei. Guck mal, will mich sogar hinzufügen, der Zeraora. Ja. I mean, doch, der war gut. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Oh, ich freue mich, endlich Veteran.